Hallöchen, liebe Dark Souls-Freunde, und willkommen zu einem neuen Part Dark Souls. Ich kann euch sagen, in diesem Part stehen ein paar ziemlich wichtige Sachen an. Zum einen das tolle Silberritter-Parry-Duell, was immer ein Highlight ist. Also wirklich immer. Zum anderen ein Titanit-Dämon, der, glaube ich, auch relativ stark ist, wodurch wir eine ziemlich gute Gelegenheit haben, das Finstermondschwert in Aktionen zu sehen. Nein, lass den Schwachsinn. Dankeschön. Und so sieht es aus, wenn man die Finstermondklinge zum Einsatz bringt. Es ist eigentlich der einzige Grund, warum man irgendwelche Wunder im Teil 1 verwenden will. Es gäbe noch das Schweigegelübde. Ja, das ist aber in erster Linie für PvP interessant. Wohingegen das Finstermondschwert einfach absurd viel Damage macht. Kann man gar nicht anders sagen. Dann reparieren wir Zeug. Hä? Warte, warum habe ich die getragen? Oh, wir könnten Hevels Stulpen tragen. Oh. Nice. Das hilft uns wirklich weiter in dem Kampf, der uns bevorsteht. Eventuell würde uns ein höheres Estus-Flakon, höherer Estus, höheres, höherer Block. Auf jeden Fall, wenn wir einen höherstufigen Estus hätten, wäre das auch eine Möglichkeit, aber so können wir das auch machen. So, wir brauchen noch zwei Humanity, aber die werden wir irgendwo kriegen. Im Zweifelsfall nehmen wir halt eine Twinny Humanity, und das wird auch nicht die verkehrteste Aktion sein. So, der Dicke mit dem Hammer hat eine Blitzschwäche. Und der Lümmel mit dem Speer hat eine Feuer-Okkult-Schwäche. Entschuldigt mich kurz. Nice, wir können einfach durchpoisen. Nein! Ornstein! Dicker Mann fällt!
Okay, wir müssen den Lümmel mit dem Speer auf jeden Fall von uns fernhalten. Denn sonst bringt er uns einfach um. Bin sicherlich nicht der allzu größte Fan davon. Willst du wohl aufhören? Böser Silberritter. Warum haben wir den Helm wieder? Wir könnten den anziehen. Oder aber wir könnten den. Der gefällt mir, glaube ich, besser. Kann ich das ganze Schwarzeisenset vielleicht tragen? Das sieht doch nach einer Möglichkeit aus. Ja, wir können das ganze Schwarzeisenset tragen. Auf ein neues, denke ich. Jungs, Jungs, Jungs. Ganz ruhig, große Männer. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nein, lass den Schwachsinn. Ornstein! Entschuldige mich kurz. Smau, ich bin kein Freund von deinem Hammer. Von Super Smau bin ich aber auch kein Fan, weil Smau ist ja so schon eine riesige Hitbox, aber Super Smau hat einfach eine noch gigantischere Hitbox. Ja, dicker Mann fällt. Ornstein, warte mal kurz. Timeout. Timeout, Ornstein. Wenn man in seinem Schritt steht, hat man an für sich nichts zu befürchten, außer er macht das. Hä? Wer ist jetzt hier der Man? Ornstein, dass ich nicht lache. Ihr beiden. Ihr könnt es nicht mit mir aufnehmen. Oh, eine ganz wichtige Sache, die wir auch noch machen müssen. Oh, wer ist das? Oh, Lautrec, du hast dich aber ganz schön gehen lassen, mein Alter. Ah. Da hat sich einer ganz schön gehen lassen. Wir können nur ein Level-Up mitnehmen. Das heißt, wir machen das mal kurz. So. Das ist eine große.
Frau. Aber selbstverständlich. Das ist an sich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich werde mein Bestes tun. Und da wir uns jetzt teleportieren können, teleportieren wir uns jetzt zuerst in den Feuerbandschrein. Hey. Oh nein! Vielleicht. Aber natürlich. Okay. Wir haben noch eine, ne? Ja. Ja. Hey. Ihr wurde die Zunge rausgeschnitten, weil sie irgendwas Falsches gesagt hat oder so? Keine Ahnung. Hey, du. Nein, nein. Warum muss sie uns auffressen? Das ist ein großes Gefäß.
Okay. Hätten wir das auch gesehen? Und er frisst uns wieder. Ich mag die Schlange nicht. Ich mag sie nicht. Aber naja. Wir könnten jetzt noch einiges tun. Aber zuallererst werden wir ein bisschen was verkaufen. Die drei können wir verkaufen, das ist okay. Dann können wir. Nein, die will ich nicht verkaufen. Ja, brauchen wir die. Mein Web braucht die schon. Silbermünzen, Goldmünzen. Die brauchen wir auch nicht. Hat ihn nicht noch ein paar Broken Swords? So. Haben wir sonst noch was? Oh, was man zu ihm auch noch sagen kann, weil die Kristallhellebarde, die ist eine Seele wert. Er mag Sief und Smaug nicht. Deswegen weigert er sich auch, die meisten von deren Sachen zu vernünftigen Preisen zu fressen. Ja, die Bolzen können wir auch weggeben. Haben wir sonst noch was, was wir verkaufen können? Was können wir verkaufen? Hier will ich eigentlich nichts von verkaufen. Ja, und man kann ihm auch Brocken und Schollen verfüttern, aber momentan macht das keinen Sinn. Oh, er ist weg. Er ist weg. Das heißt, wir gehen mit Wille auf 31. Dann ziehen wir uns noch die Seele rein. Und bringen Kondition jetzt auch mal auf 22. Und das war's mit diesem Part. Ich kann euch sagen, was wir im nächsten Part machen. Wir müssen ein paar Geister töten. Und uns eine bestimmte Sache holen. Damit wir unsere Waffe weiter upgraden können. Und dann brauchen wir noch Upgrade-Materialien. Dann werden wir runter zu der Tochter des Chaos gehen, da ihr 30 Humanity geben
um den Pfad zu öffnen. Und dann können wir sie, nachdem wir den Pfad geöffnet haben, umbringen. Und ja, das sind so die Pläne für die nächsten Folgen. Wir sehen uns. Bis dann.